Wenn die Steuereinnahmen weiter so laufen, wofür vieles spricht, gibt es tatsächlich die Möglichkeit, die Menschen etwas zu entlasten bei der Steuer. Ich habe mal von 15 Milliarden in der nächsten Legislaturperiode gesprochen. Die Zahl ist mit dem Bundesfinanzminister abgestimmt und es soll der Schwerpunkt gelegt werden auf die Entlastung von Familien und untere und mittlere Einkommen.